Herzlich willkommen! In diesem Tutorial erfahren Sie, wie akademisches Identitätsmanagement in ORCID, Researcher ID und im Google Scholar Profil aussieht. Als Beispiel wählen wir Frau Prof. Dr. Christiane Koch aus dem Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin. Suchen Sie Frau Christiane Koch in ORCID. Sie erhalten eine längere Liste von Personen zur Auswahl. Anhand der Zugehörigkeit zur Freien Universität können Sie die gesuchte Person identifizieren und auswählen. Klicken Sie auf die ORCID-ID, um alle Informationen zu erhalten. Sie finden unter anderem eine Kurzbiografie der Wissenschaftlerin und den Hinweis auf Ihre Researcher-ID im Web of Science. Und eine Liste der bisherigen Arbeitgeber und ihre Ausbildungsinstitutionen. Am Ende folgt eine chronologisch geordnete Publikationsliste. Alle Informationen werden von den AutorInnen selbst gepflegt und aktualisiert. Sie sind also zuverlässig. Suchen Sie nun Frau Prof. Christiane Koch in Publons Researcher-ID des Web of Science. Auch hier können Sie die Autorin durch ihre Zugehörigkeit zur Freien Universität Berlin leicht auswählen. Da das Web of Science als Zitationsdatenbank bibliometrische Kennzahlen und statistische Übersichten zusammenstellt, werden hier als erstes die Anzahl der Publikationen, die Gesamtzahl der Zitationen und der H-Index aus dem Web of Science angezeigt. Es folgen die Web of Science Fachgebietszuordnung und Ihre Web of Science Researcher-ID. Zur Biografie finden Sie hier nur die aktuellen Arbeitgeber. Auch hier müssen die AutorInnen die Einträge selbst aktualisieren. Es folgt die Liste der am häufigsten zitierten Publikationen. Auf der linken Seite finden Sie ein Auswahlmenü, das zu weiteren Informationen führt. Wählen Sie die Auswahl Matrix, sehen Sie weitere statistische Übersichten zu Publikationen und Zitationen. In der Rubrik Publications finden Sie zunächst eine Übersicht über die Zeitschriften, in denen Frau Koch publiziert hat. Achtung! Publikationen in Zeitschriften, die nicht im Web of Science enthalten sind, werden nicht berücksichtigt. Die Liste aller im Web of Science enthaltenen Publikationen schließt sich an. Zu jedem Artikel wird die Anzahl der Zitierungen angezeigt und durch einen Klick auf die Zahl können Sie eine Liste der zitierenden Publikationen aufrufen. Unter Peer Review sind die Anzahl der Reviews und Tätigkeiten in einem Editorial Board aufgelistet. Außerdem wird angezeigt, für welche Zeitschriften die Wissenschaftlerin als Gutachterin tätig ist oder war. Hier finden Sie auch die nicht im Web of Science enthaltenen Zeitschriften, da diese Informationen sowohl aus dem Web of Science übernommen werden, als auch selbst eingetragen werden können. Publons bietet damit einen ausführlichen Überblick über die Arbeiten eines WissenschaftlerInnen über reine Publikationslisten hinaus. Suchen Sie Christiane Koch in Google Scholar, finden Sie zuerst Ihr Nutzerprofil. Die Angabe Ihres Arbeitgebers ermöglicht auch hier die eindeutige Auswahl. Klicken Sie auf Christiane Koch. In Google Scholar wird im Wesentlichen eine Publikationsliste mit Angabe der Zitation durch in Google Scholar erfassten Veröffentlichungen geführt. Durch Anklicken der Anzahl können die zitierenden Artikel aufgerufen werden. Der H-Index, der sich daraus errechnet, und weitere Statistiken werden ebenfalls angezeigt. Außerdem finden Sie hier eine Liste der Co-Autoren von Christiane Koch und gelangen durch Klicken auf den Namen zum entsprechenden Autorenprofil. Etliche renommierte wissenschaftliche Verlage arbeiten inzwischen mit ORCID-IDs. Als Beispiel sehen Sie hier einen Aufsatz, den Christiane Koch in einer Zeitschrift des Springer Verlags veröffentlicht hat.
Springer Nature bewirbt auf den Verlagswebseiten ausdrücklich das Nutzen der ORCID-ID und beschreibt die Verlagspolitik zu ORCID. Sie haben nun am Beispiel Christiane Koch einen Einblick in die Anwendung unterschiedlicher Identitätsmanagement-Anbieter erhalten. Vielen Dank für Ihr Interesse.